Weinroute an der Weißen Elster feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen. 2004 wurde sie als Teil der Weinstraße Saale-Unstrut wiederbelebt. Genauso alt ist die Idee, am 1. Mai jeden Jahres diese Strecke per Fahrrad zu erkunden. Die Route hat eine Streckenlänge von 17 Kilometern und führt im schönen Elstertal vom Kloster Posa in Zeitz nach Trebnitz, einen Ortsteil der Gemeinde Wetterzeube. Direkt an der Weinroute befinden sich der Weinhof Kloster Posa, die Vinothek Saalsitz, der Ziegenhof Schleckweda sowie der Bären- und Straußenhof Trebnitz. Wie immer trafen sich ein Teil der Pedalritter im Weinhof Kloster Posa zum gemeinsamen Frühstück. Nach aufmunternden Worten vom Zeitzer Bürgermeister Hendrik Otto starteten die Teilnehmer kurz nach 10 Uhr. Mit dabei unter anderem auch die Zeitzer Weinprinzessin und die Lichterfee der Elsterstadt. Während die Radler mit eigener Muskelkraft getrieben entlang der Elster die Natur bewunderten, konnten die Majestäten dieses bis zur Heinsburg aus einem nagelneuen Cabrio tun. Einfach aus dem Grund, um als Erste vor Ort zu sein an den Stationen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier mit dem Dirndl aufs Fahrrad setzen, sehen wir an der spätestens dritten Station nicht mehr ganz so frisch aus. Und so können wir halt immer als Erste da sein, die Radler begrüßen, und es ist einfach entspannter für uns. Unterhalb der Burg konnten die Teilnehmer an einer ersten Station kurz Kraft schöpfen für den anstrengenden Aufstieg zur Burgschenke. Knapp 80 Höhenmeter sind auf der gewundenen Straße zu überwinden. Oben angekommen erwartete die Radler frisch gegrilltes und gezapftes. Bis jetzt berghoch ging. So, ich hoffe mal, dass das Wetter so bleibt und nicht noch schlechter wird. Ansonsten kann das so gut bleiben. Getreu dem Motto entlang der Weinstraße nutzte so mancher diesen Halt für ein leckeres Schlückchen Wein. Schmeckt denn das Weinchen? Mm. Ja? Lecker. 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 Ja. Ist das die Belohnung für den Berg? Das ist die Belohnung für den Berg, ja. Wie dieses Paar aus Frohburg waren auch dieses Jahr viele Gäste aus unserem Landkreis mit dabei. Wir sind mehrere Gruppen aus Gera, von Radsportverein Gera, Solidarität, und wir sind jedes Jahr hier. Mindestens beim Anradeln und Abradeln. Wir sind ständig, also wir sind Stammgäste, sagen wir mal so. Man sieht auch viele bekannte Gesichter, die dann wirklich aus Leipzig, Gera und teilweise auch weiter weg herkommen. Und ja, also es ist immer wieder schön. Man freut sich dann auch, den einen oder anderen wiederzutreffen, und macht ganz viel Spaß. Und es ist halt ein Radeln an der Weinroute entlang, und das ist ja letztendlich auch das, was wir vermitteln wollen, wie sehr auch die Region mit dem Wein verbunden ist. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums stiegen die Majestäten dann in eine historische Kutsche des Reit- und Fahrvereins Zeitz-Bergesdorf. Und mit 2 PS ging es dann weiter. Die Kutsche war aber nicht das einzige historische Fahrzeug. Auch ein Fahrrad aus den 30er Jahren war mit dabei. Es gehört sicher viel Enthusiasmus dazu, mit einem solch alten Drahtesel die 17 Kilometer zurückzulegen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Moderner Draht ist bedeutend einfacher, mit Kettenschaltung 12 oder 28, 24 Gänge, egal wie. Aber ich sage mir, das Fahrrad hat eine Seele und eine Geschichte, wirklich. Und darum habe ich auch denn das Patinat so lassen, wie es ist, als Originalzustand. Und es ist schön, dass andere Leute unseren Freude haben. Sind selber, viele sprechen mich an, oh schön, ich kenne von früher noch, geht das noch? Geht noch die Carbidlampe? Und die geht wirklich noch. Hinten habe ich noch in meinem Arztkoffer das Carbid drin. Und vergangenes Jahr habe ich mal angemacht und 3,5 Stunden brannte diese wunderbare Lampe. Wie immer war im Straußenhof der Wendepunkt der Strecke. Hier erfrischten sich die über 100 Radfahrer, bevor es über den Ziegenhof Schleckweda zurück in Richtung Zeitz ging.